Für günstige FIFA-Produkte checkt gerne IGFort ab. Mit dem Code PAINTS bekommt ihr nochmal 3% auf alle FIFA-Produkte. Checkt dafür einfach nur den Link in der Beschreibung ab. Und jetzt geht's los mit dem Video. So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ja wieder einen neuen Trading-Tipp, wie gewohnt. Gestern gab es mal wieder einen Tag Pause und somit haben wir auch ja eine neue Regel geschaffen, würde ich sagen. Ich werde Daily Uploads halt machen, wie immer. Außer Samstag werde ich mir jetzt immer einen Tag Pause nehmen, tut mal ganz gut. Einen Tag davon abschalten, sich wieder neue Ideen machen und dann am nächsten Tag wieder, ja, die ganze Woche durchzuhasseln. So werden wir es auf jeden Fall jetzt weiterhin machen. Und ja, bevor wir jetzt irgendwie groß mit FIFA anfangen, habe ich heute, ja, euch Geiles was zu zeigen. Ist eine Kooperation, deswegen ist jetzt einmal Werbung eingeblendet. Wir wechseln einmal von FIFA rüber auf den PC. Okay, so muss alles klappen. Okay, bevor wir aber reinstarten, ihr könnt das hier gerne skippen, wenn ihr keinen Bock habt und nur für FIFA-Trading hier da seid. Aber es geht hier auch um FIFA, um Call of Duty, um Fortnite, um einfach Turniere, wenn ihr Turniere spielen wollt. Deswegen bleibt einfach dran, würde ich sagen. Ist eine ganz coole Aktion, wie ich finde. Und ja, starten wir rein. Die Jungs von EZ Sports, ich glaube, so werden sie ausgesprochen, haben mich angeschrieben und haben gefragt, ob ich ja ein bisschen hier was zeigen könnte von ihrer Webseite. Am Ende noch, ja, euch sage, wenn ihr da mitmachen wollt, wie es alles funktioniert. Aber starten wir erstmal rein, ganz normal mit der Webseite. Ist auch in der Beschreibung verlinkt und einmal in den Kommentaren angepinnt, also checkt es gerne ab. Erstmal, wenn ihr auf den Link geht, werdet ihr auf dieser Seite hier kommen, auf der ja, Home-Seite, Startseite, wie ihr es normal kennt. Und dann werde ich euch eben ja jeden einzelnen Punkt zeigen, ich werde es nicht zu lang ziehen. Erstmal gehen wir unter den Punkt Live-TV. Hier könnt ihr normal die Live-Spiele verfolgen, es werden Events ja stattfinden. Das Event ist am 3. März in Hannover, werde ich euch gleich aber nochmal genau zeigen, konkret die Zeiten. Und ja, hier könnt ihr dann zum Beispiel das Hannover-Turnier einfach mitverfolgen, Spielstart um 14 Uhr, 2. März. Ja, hier könnt ihr dann das Turnier mitverfolgen. Es wird auch geile Preisgelder geben. Unter Turnier gehen wir gleich. Dann könnt ihr beispielsweise unter News gehen. Könnt euch hier die neuesten Sachen anschauen, die neuesten Nachrichten. Hier steht zum Beispiel neuer Februar im Partner The Real Paint. Wir sind kurz vor den 3,5k Abos. Let's go, Leute. Danke dafür auf jeden Fall. Könnt ihr dann unter Fortnite Beispiel auch noch gehen, wenn es unter euch Fortnite-Spieler gibt. Diese Seite ist gerade in Wartung. Aber auch diese Seite, wenn ihr bald unter Fortnite geht, die wird nicht mehr lange in Wartung sein. Könnt ihr auch hier gucken, für Fortnite-Turniere euch anmelden. Um Geld spielen, Online-Turniere oder auch Offline-Turniere für Fortnite. Also wenn einer gut im Fortnite ist, dann checkt es ab. Hier könnt ihr euch ein bisschen Geld verdienen. Ja, wenn ihr ein sehr guter Spieler seid. Und dann könnt ihr beispielsweise unter Shop noch gehen. Der ist auch in Wartung, aber wird auch die nächsten Tage online gehen. Den wird es dann auch ganz normal, wie ihr es kennt, Merch geben, die ihr kaufen könnt. Also auch ganz geile Aktion, wie ich finde. Jetzt noch ein wichtiger Teil unter ja, Turnier. Findet ihr beispielsweise die Spielerliste. Wir sehen ja, wer mitmacht. Beispiel hier jetzt schon 10 Plätze sind schon besetzt. Und ja, bis zu 40 Plätze sind frei. Also wenn ihr mitmachen wollt, dann tragt euch da ein. Das nächste Turnier ist in Hannover, wie schon erwähnt. Dann gibt es hier noch das Punktestand, dass ihr während des Turniers alles mitverfolgen könnt. Dann gibt es hier noch einen Spielplan, Beispiel Beginn 13.30 Uhr am 2. März, am den Samstag. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt unter Anmelden. Geht ihr einfach teilnehmen, wenn ihr da mitmachen wollt. Ich glaube, wie er mir geschrieben hat, ist erstmal das letzte Turnier, was kostenlos ist. Also kostenloser Eintritt. Ihr könnt da kostenlos mitmachen, so gesagt. Also macht mit, wenn einer in der Nähe von Hannover wohnt. Gut in FIFA, ne, ja, in FIFA oder in Black Ops ist, beides ist an dem Tag. Das, auf jeden Fall, wie er mir geschrieben hatte, ist das ja, das letzte kostenlose Turnier. Hier steht auch 0 Euro Teilnahmegebühr. Könnt ihr einfach mitmachen. Wie es geht, zeige ich euch jetzt. Ja, in FIFA 19 wird das Turnier stattfinden und in Black Ops 13.30 Uhr ist Einlass. Um 14 Uhr beginnt das Turnier bis 18 Uhr. Am 2. März in Hannover. Ja, wer daher kommt oder in der Nähe wohnt, geht dahin, macht mit, Leute, das ist kostenlos. An einem Samstag nehmt euch Freunde mit. Dann könnt ihr auf jeden Fall, ja, das, wenn ihr das Turnier gewinnt, gut abcashen. Gehen wir mal auf das GameX-Turnier. Dann seht ihr, das Turnier findet in Hannover statt. Gespielt werden FIFA 19 und Black Ops 4 auf der PlayStation 4 in Zweierteams. Das Gewinnerteam des Black Ops 4 Turniers erhält zwei persönlich gestaltete SCUF-Controller von SCUF Gaming. Also auf jeden Fall sehr krass von SCUF Gaming, zwei Controller. Also Thomas geht jetzt mit Ben dahin. Wenn ihr das Turnier gewinnt, jeder von euch bekommt einen SCUF. Zwei limitierte EZ Sports T-Shirts, also von ihren Merch ein T-Shirt, zwei Stück. Und dann kommt ihr zu den FIFA 19 Spieler. Die drei Gewinnerteams des FIFA 19 Turniers erhalten folgende Preise. Der erste Platz 400 Euro, der zweite 250 und der dritte 100 Euro. Also ihr könnt auf jeden Fall gut abcashen, selbst wenn ihr nicht gewinnt, bekommt ihr schon 100 Euro. Und es ist kostenlos, also ja, wenn ihr in der Nähe wohnt, kann ich ja nur sagen, geht da hin. Hier seht ihr nochmal Veranstaltungsort. Hannover, könnt ihr das alles selber durchlesen. Ich brauche euch jetzt nicht jede einzelne Zeile vorzulesen. Mal, wie ihr noch ja, die anderen Informationen die ihr haben wollt, geht auf die Seite, Leute, Link in der Beschreibung und in den Kommentaren. Liest es euch selber durch. Jetzt könnt ihr auf Registrieren Beispiel gehen, wenn ihr bei FIFA mitmachen wollt. Ja, geht ihr auf zwei Stück oder ein, ist ja egal. Und dann geht ihr auch weiter. Ja, und dann habt ihr 15 Minuten Zeit, euch hier zu registrieren. Müsst ihr eure Daten eingeben. Seht ihr alles, E-Mail-Adresse, Name, Nachname, Land, Stadt. Ihr wisst ja alles, wie das dann funktioniert. Und dann Ticket 2 für euren Freund noch. Und am Ende Registrierung abschließen. Und dann könnt ihr euch hier noch aussuchen, wie ihr die Tickets erhalten möchtet. Entweder am Abholschalter. Bei den E-Tickets müsst ihr die selber ausdrucken und dann ja, dahin gehen und vorzeigen. Also ganz einfacher Prinzip, Leute. Ich glaube, ihr habt alles verstanden. Checkt das sehr, sehr gerne ab. Und jetzt gehen wir rüber zu FIFA 19 wieder. Let's go.
Okay Leute, Trading-Tipp für heute, ganz einfache Sache, OTW Investments. Ja, es wurden in der letzten Woche seit Montag sehr, sehr viele OTW-Packs einfach geöffnet, diese SBC-Dinger. Ich alleine habe 30 Stück geöffnet, ja, nichts Besonderes gezogen, außer einmal ein Cancelo. Und ansonsten war da nichts dabei und ja, wir gehen mal unterm Sommer OTW, weil ich glaube, die wurden viel mehr gezogen. Hier sehen wir direkt, ja, ein Felipe Anderson sehen wir bei 278k. Wir schauen mal, wie viel er wert war, bevor die SBC kam. Um genau zu sein, kam sie am Montag, den 18. Und ja, hier sehen wir, am 18. war er 344.000 Coins wert und jetzt alleine ist er 278.000 Coins wert, 60k gedroppt. Ja, seit dann ist er Tag für Tag gedroppt. Wir können mal sehen, am Freitag war er noch 296 wert, heute nur noch 200, ja sogar 75 war er teilweise wert, 278. Und diese Spieler werden ganz normal, wenn die SBC abläuft, ich glaube, wir können mal kurz schauen, wann sie abläuft, ich glaube am Montag. Also morgen Abend um 19 Uhr wird die SBC auslaufen. Da war sie genau eine Woche drin und diese Spieler werden ganz langsam wieder, nicht, ich will nicht sagen, ihren alten Preis erreichen, aber sie werden auf jeden Fall wieder ansteigen. Allein das hier, wenn wir das hier uns anschauen, ein Witzel, hat ja zurzeit, hat ja 87er Inform, kostet 62k, sagen wir mal in der Mitte so ungefähr, weil einer hat ihn einfach zu günstig reingestellt. Und sein OTW kostet einfach mal knappe 10k mehr und auch er war über 90k. Ja, er war fast bei 100k und ist auch mal um die, ja, fast 30k gedroppt einfach. Von 98k auf 70k, da fehlen 2k und dann wäre er 30k gedroppt. Ist meine Prediction nur, ich sage, es ist keine Bestätigung. Wird auf jeden Fall wieder über seine 80k gehen, also kann ich mir so vorstellen. Wie wir sehen, er ist die ganze Zeit jetzt schon bei 70k knapp. Ich glaube auch, wenn man ja, wenn ihr jetzt ein bisschen auf ihn bieten würdet, bekommt ihr ihn auch für 67, 66k, wenn ihr Glück habt und ja, ein bisschen probiert ihn zu erbieten. Dann gehen wir weiter auf Cancelo, der auch heftig gedroppt ist, ich glaube knapp 100k gedroppt. Er ist sogar wieder gestiegen. Gestern Abend, ich hoffe, man kann es noch sehen, war er bei 220k. Wollte ich mir mal zwei Stück mitnehmen, habe es dann wieder doch gelassen. Kann man jetzt nicht sehen, er war bei 222k, um genau zu sein. Ja, hier sehen wir auf jeden Fall, ihr seht ja, 225k war er gestern, 226. Und man hätte ihn locker für 222k mitnehmen können, also ja, erbieten können, normal kaufen können. Ist jetzt auch wieder 20k gestiegen, warum? Weil heute Juventus spielt, allein im Hype ist er jetzt einfach mal 20k wieder gestiegen. Ja, als die SBC kam am 18., am Montag war er 310k wert. Ist knappe 90k gedroppt, jetzt ist er wieder 15, 16k gestiegen, weil heute Juventus spielt und ja, wenn er in der Startaufstellung spielt und vielleicht ein Tor macht oder sonstiges, eine Vorlage, hat er wieder Chance, seinen TDW zu bekommen, deswegen steigt er normal wieder am Hype, aber sollte er heute nichts machen oder nicht mal in der Startaufstellung stehen, wird auch er wieder über Nacht oder über den Tag heute Abend auf 220k runtergehen locker. Und auch ein Cancelo kann man sich, finde ich, jetzt immer noch gut mitnehmen, ihr könnt ihn jetzt noch vielleicht für 234, 233k erbieten, immer noch super Preis. Weil er sehr, sehr billig ist. Einfach, ja, gesehen, er war 310k wert. Wenn ihr in OTW investieren wollt, dann wartet nicht zu lange, weil morgen sind die OTWs wieder weg und dann werden sie wieder alle langsam ansteigen. Jetzt schauen wir uns mal einen Higuain an. Wir gehen jetzt ein paar Sommer-OTW-Spieler durch. 105k. Okay, er war 135k wert. Er ist auch so, ja, 30k gedroppt. Hat schon ein 89er-Rating. Also, wenn er nochmal ein Inform bekommt, spielt gerade bei Chelsea. Ich schau mal, ob Chelsea heute spielt. Chelsea spielt heute sogar gegen Manchester City, deswegen wird er bestimmt auch schon seine paar K gestiegen sein. Wir schauen mal, wie viel er Freitag wert war. 106, 107. Da hat man ihn einmal sogar für 96 bekommen. Ja, aber die ganze Zeit so 98, 99 wert. Ist jetzt schon 7, 8k gestiegen, weil heute Chelsea spielt. Also nicht besonders viel. Seine Stats jetzt auch nicht so überragend, sind zu wenig Pace. Ansonsten, ja, könnte man ihn sogar spielen. So viel dazu. Trotzdem, wenn er ja heute noch vielleicht ein Tor schießen wird, wird er trotzdem auf 120k plus steigen im Hype. Und wenn er dann ins TDW kommt, wird er auf 140, 150k locker gehen, wenn nicht sogar noch mehr. Wäre dann ein 90er-rated Higuain. Und ich glaube nicht, dass er dann 120, 30k kosten würde. Ich kann mir schon viel höher vorstellen. Also auch ein guter Investment, Higuain. Dann gehen wir mal weiter auf Jorginho, 84er OTW-Spieler, wer nicht so viel Coins hat und investieren will, 19k. Chelsea spielt heute auch, er wird safe, ja, in der Aufstellung sein. Ich glaube, er hat bis jetzt jedes Spiel gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. War davor wie viel wert? Ja, 28k ist jetzt nicht viel gedroppt, aber auch er, wenn er wieder alleine auf seine 25k steigt und ihr ihn jetzt 20 mal mitnehmt, macht ihr pro Karte 6k Gewinn und dann in Massen. Wenn ihr ihn dann 20 mal mitgenommen habt, sind das 120k Gewinn, wenn ich mich jetzt ja nicht verrechnet habe. Also auch in ihn kann man investieren. Bevor ich jetzt jeden Spieler durchgehe, ich glaube, ihr habt verstanden, worauf ich hinaus will. Sucht euch eure Preisklasse aus und dann, wenn ihr Bock habt, natürlich investiert in diese OTW-Karten. Ich werde auch investieren, so eine knappe Million wieder wie immer. Und werde schauen, wie viel ich am Ende rausmachen werde. Ich werde, glaube ich, teilweise sehr viel auf Cancelo gehen, da er schon krass gedroppt ist, oder auch Felipe Anderson. Was mich auch noch kurz interessiert, ist ein Mahrez. Ihn habe ich jetzt komplett außer Augen gelassen. Kostet momentan 180k. War davor wie viel wert am 18.?
214, 210k ungefähr. Ist 30k gedroppt. Auch er kann natürlich wieder ansteigen. Vielleicht bekommt er ihn für 175k. Wäre natürlich ein guter Deal. Ich schaue mal nur kurz, ob er gestern günstiger war. Ja, auch nicht wirklich. Also kann man sich schon mitnehmen für 175, 174k. Ist natürlich Risiko, weil wenn er jetzt niemals wieder ein Tor schießt, wird er nicht mehr groß ansteigen. Deswegen sucht euch schon eure Spieler raus, wo ihr denkt, die haben nochmal eine Chance, ins TDW zu kommen. Ich glaube, Mahrez spielt nicht mehr oft in der Stammaufstellung. Das ist das Problem bei Mahrez. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, Leute, ich halte euch jetzt nicht lange auf. Ich glaube, das Video geht schon lang genug. Ich bin raus. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns morgen wieder. Haut da rein und ciao.